Hallo. Schrie von Nein zum Krieg helfen Putin. Über das Wichtige. Wie kann man dieses Armageddon stoppen? Warum kann dieser Terroranschlag nicht als Krieg bezeichnet werden? Keine Likes ohne Reposts, bitte. Warum müssen Sie statt der Worte Nein zum Krieg Tod Putin rufen? Ich bin ein Bürger von Russland. Poltavsky Alexander. Ich bin in Russland geboren und habe mein ganzes Leben in Russland gelebt. Putin befahl die Übernahme der Ukraine. Wie in zahlreichen Videos zu sehen ist, werden Städte aufgrund erbitterten Widerstands vom Erdboden gefegt. Die Welt versammelte sich um die Ukraine. Sanktionen brachen den Rubel ein. Die Russen gingen in die Geschäfte. Die Russen gingen auf die Straße, um Nein zu Krieg zu skandieren. Bitten oder fordern sie kläglich ein Ultimatum. Sie bitten darum, den Wechselkurs des Rubels, der Waren und anderer Vorteile zurückzugeben. Oder bitten sie die Mörder demütig damit aufzuhören, jeden Tag Hunderte und Tausende unschuldiger Menschen zu erschießen. Aus Anstandsgründen skandieren sie massenhaft Nein zum Krieg, Nein zum Krieg und erklärte so den Krieg. Verkündete gedankenlos die monströse Lüge, dass Russen und Ukrainer Feinde seien. Reißt Russen und Ukrainer weiter auseinander und vereint die Mächte des Bösen um Putin. Zu den Wörtern Panzer, Flugzeuge muss jedes Mal das Wort Putins hinzugefügt werden. Putins Panzer, Putins Flugzeuge. Das ist keine Volksarmee. Das ist eine Terrorgruppe. Diese Soldaten sollten Terroristen genannt werden. Dies ist kein Krieg. Es gibt keine Gründe und Regeln für dieses Massaker. Mit dem Ruf Nein zum Krieg, Nein zum Krieg rechtfertigen sie diesen Putin-Terroranschlag auf die Ukraine gedankenlos mit falscher Völkerfeindschaft. Die Russen würden angelockt. Es würde ihnen verboten, diesen Terroranschlag Putins auch nur als Krieg zu bezeichnen, damit sie denken würden, dass das Rufen Nein zum Krieg, Nein zum Krieg schon heroisch ist. Mit dem Ruf Nein zum Krieg, Nein zum Krieg sprühen und kanalisieren sie die Kräfte des Guten in die falsche Richtung und lenken sie von dem einzigen Grund für das Massaker ab. Dem einzigen Willen des Terroristen Putin. Wenn Putin stirbt, wird es niemand auf der ganzen Welt wagen, dieses massiv sinnlose Massaker an Russen und Ukrainern fortzusetzen.
dieses Massaker ohne Putin wird von selbst aufhören. Wenn Sie jemanden mit einem Messer sehen, der Kinder in einem Kindergarten oder Frauen in einer Entbindungsklinik verfolgt oder ihre Mutter angreift, werden Sie nicht schreien. Nein, nicht. Kämpfe nicht. Egal wie schwach und schüchtern Sie sind, Sie werden sich dem nicht Menschen mit ihrer Brust in den Weg stellen und diesen nicht Menschen ohne Angst und Zögern zu zerquetschen. Das ist Instinkt. Das ist das höchste Gesetz des Lebens. Das ist das Urteil Gottes. Kein menschliches Gesetz kann es aufgeben. Die Bibel sagt, dass wenn jemand wie Putin diese Gottesgesetze übertritt, er sofort vom ersten Ankömmling vernichtet werden muss. Und wenn der erste Ankömmling dies nicht tut, das ist er ein Komplize des Bösen. Natürlich wäre es schön, diesen Scheitan Putin gründlich zu verhören, aber die Gefahr, dass er entkommt, ist zu groß. Es ist besser, ihn in der Toilette zu umlegen, auch wenn er auf dem Klosettbecken sitzt. Dies ist Teil eines Zitats von Putin sich gegenüber seinen Feinden. Indem sie Nein zum Krieg, Nein zum Krieg rufen, bekräftigen sie nur die Macht von Satan Putin und zeigen sich gegenseitig, wie viel Angst sie haben, böse in die Augen zu schauen und das Böse dem Gericht Gottes zuzurufen, das in ihrem Mund und in ihren Händen ist. Sie sprühen die Kräfte des Gutes, anstatt sie zu konzentrieren, sie auf das Ziel zu richtigen und die einzige Ursache des Massakers zu zerstören, Wladimir Putin. Sie werden es nicht mit ihren eigenen Händen schaffen können, aber die Kräfte des Gutes, die durch ihr Gebet Tod Putin aufgerufen werden. Sie werden sie hören, sich konzentrieren und auf Gottes Wegen anweigerlich das Ziel treffen. Diese Worte von sich aus laut ausgesprochen werden Satans Macht über sie und die um sie herum zerstören. Wenn sie verhaftet werden, weil sie Nein zum Krieg, dann werden sie nach Putins Gesetz verurteilt, ohne die Bedeutung der Worte formell herauszufinden. Aber wenn sie wegen der Worte Tod Putin, Putinisten werden geschwungen sein, den Grund herauszufinden und sich selbst zu verurteilen. Mit dem Tod von Putin wird der Kampf zwischen den Kräften des Guten und des Bösen jedoch nicht aufhören. Tausende Satanisten, Putinisten, Diebe, die mit dem Blut unschuldiger Opfer beschmiert sind, werden nirgendwo verschwinden. Sie werden mit
falschen Worten und falschen Führern überhaupt, die zuvor jahrelang befördert würden, und sie werden sie nicht erkennen. Es ist notwendig, Putin so schnell wie möglich zu zerstören, um jetzt das Leben von Kindern und anderen Unschuldigen zu retten. Die Mehrheit wird Lieder an den Folgen der bereits angerichteten Zerstörung sterben. Derjenige, der Putin zerstört, wird nicht nur ein nationaler Held sein. Sein Name wird jahrhundertelang bleiben. Wer auch immer er ist, ihm muss alles Vergangene vergeben und großzügig belohnt werden, damit er seine Kinder und seine Enkelkinder genug haben. Beschwöre diesen Helden anstelle von Nein zum Krieg. Schreiben Sie an die Wände, beten Sie, singen Sie, Tod Putin, Tod Putin. Töten Sie zuerst Putin in sich selbst. All seine Lügen. Ersetze die Angst vor ihm durch Hass auf ihn. Ein Like ohne Repost oder Retweet zeigt anderen ihre Angst. Ein Retweet-Repost zeigt ihren Übergang auf die Seite des Guten. Bitte helfen Sie mir, diesen Text zu verbessern, zu veröffentlichen, zu diskutieren. Senden mich die Kommentare, die Note. Und wer liest diesen Text statt von mir, der Kamera, statt mir von der Kamera in seiner Muttersprache? Danke.